Gestartet bin ich von der Hochbahnstraße, die ungefähr auf 715 Meter liegt. Meine erste Etappe war von der Hochbahnstraße bis zur Königsbachalm. Die Königsbachalm liegt auf 1190 Meter. Der Höhenunterschied und die Höhenmeter von der Hochbahnstraße bis zur Königsbachalm sind ungefähr gleich, da die Strecke fast streng monoton steigend ist, bis auf wenige Meter Abstieg. Hier hat man einen schönen Blick auf den Königssee und im Hintergrund sieht man den Grünstein. Der Weg bis zur Königsbachalm setzt sich zu 2/3 aus Schotter und 1/3 aus Naturweg zusammen. Als Naturweg definiert man Verkehrswege, die nicht durchgängig befestigt sind, aber mindestens 1 Meter breit sind, so dass sie von geländegängigen Fahrzeugen befahren werden können. Hier sieht man unten die Königsbachalm und im Hintergrund ist der Jena zu sehen. Der Jena ist ein fast 1900 Meter hoher Berg, der einer der wenigen Berge ist, die leider mit einer Seilbahn verunstaltet wurden. Ich bin kein Befürworter von Seilbahnen. Der Nationalpark wird im Osten, Süden und Südwesten vom österreichischen Bundesland Salzburg begrenzt. Die nördliche Grenze des Berchtesgadener Nationalparks ist eigenartig gezogen worden. Auffällig ist die Aussparung im nördlichen Teil der Grenze. Wieso diese seltsame Aussparung? Um die nördliche Grenzziehung mit der kleinen Aussparung einigermaßen zu verstehen, muss man wissen, dass die rote Linie den Seilbahnverlauf und der blaue Punkt den Jena darstellt. Der Berchtesgadener Nationalpark wurde erst am 1. August 1978 errichtet und hat eine Fläche von 210 Quadratkilometer. Die Jena Seilbahn wurde also 26 Jahre, also 1952, vor der Errichtung des Nationalparks gebaut. Somit erklärt sich zwar theoretisch die ungewöhnliche Grenzziehung, aber nicht vernünftig im Sinne des Naturschutzes. Ich frage mich, sollte die Abwägung einer Grenzziehung nicht zugunsten eines ausgedehnten Schutzgebietes eine höhere Priorität gegenüber einer kommerziellen Gondelbahn genießen? In der Verordnung über den Nationalpark Berchtesgaden steht in der Verfassung vom 16. Februar 1987 im Rahmen des Landschaftsrahmenplans, dass das Gebiet in seiner besonderen Schönheit und Eigenart zu erhalten und zu schützen sei. Weiter steht, dass eine Zersiedlung der Landschaft verhindert und die Beachtung der Belastbarkeit der Landschaft ausgewogen gestaltet werden soll. Anscheinend ist das Gebiet um den Jena herum nicht schön genug, um es als schützenswert zu betrachten. Meine Interpretation zu dieser sonderbaren Grenzziehung wird sich nachher noch ergeben. Ich habe Folgendes gefunden im Berchtesgadener Anzeiger vom 3.1.2017 mit dem folgenden Titel: Millionenschweres Gipfeltreffen am Jena. Da stand in dem Artikel, ich zitiere: An Spitzentagen befördert die Bahn bislang im Sommer bis zu 2800 Gäste täglich. Bei der neuen Bahn geht man von einem 20%igen Plus, also von bis zu 3360 Gästen aus. Ähnlich wird der Zuwachs im Winter sein. Von bislang maximal 1500 Erstzutritten wird man die Leistung bis auf 1800 Erstzutritte erhöhen. Der BBAG geht es bei dem Projekt nicht unbedingt darum, möglichst viele Menschen auf den Jena zu bringen, sondern man will vor allem die oftmals lange Wartezeiten verkürzen. Selbstverständlich geht es nicht ums Geld. Die Leute sollen sich einfach nicht die Beine in den Bauch stehen. Wie fürsorglich doch die Betreiber der Bahn sind. Echte Philanthropen. Was ist ein Erstzutritt? Wenn ein Gast unten am Berg durch das Drehkreuz der Seilbahn geht und sich während des ganzen Tages insgesamt 10-mal auf den Berg hinauf befördern lässt, dann werden ein Erstzutritt und 10 Beförderungen gezählt. Tja, naja gut, Seilbahnen als Arbeitgeber. In den deutschen Seilbahnunternehmen werden jährlich rund 1100 festangestellte Mitarbeiter und ebenso viele Saisonkräfte beschäftigt. Die Betriebe leisten vor allem in Regionen, in denen es sonst kaum industrielle Arbeitsplätze vorhanden sind, einen wirtschaftlich wichtigen Beitrag. Schöner am Königssee ist eine Fremdenverkehrsgemeinde. Das ist ein Prädikat einer Gemeinde, die eine Fremdenverkehrsabgabe erheben darf. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass hier eine Güterabwägung stattgefunden haben muss. Was bringt einem ein Naturschutzgebiet, wenn die Bevölkerung dadurch auf touristischen Umsatz und Lebensstand verzichten müsste?
die Grenzziehung meiner Meinung nach hat natürlich monetäre Gründe. Was macht denn hier eine Grundmauer mitten im Nirgendwo am Fuße des Teufelshorn? Diese Grundmauer, die man hier sieht, gehörte zu einer Jagdhütte. Diese Jagdhütte gehörte niemandem anderem als Hermann Göring. Jeder kennt ihn. Hermann Göring war ein führender deutscher nationalsozialistischer Kriegsverbrecher. Er galt im Nationalsozialismus als der zweitmächtigste Mann Deutschlands nach Adolf Hitler. Wie es der fettleibige und bewegungsfaule Göring zu seiner Jagdhütte hochschaffte, ist mir ein Rätsel. Denn von der Wasseralm bis zur Grundmauer der Jagdhütte benötigt man ungefähr eine Stunde. Die Höhenmeter weiß ich nicht mehr genau. Aber es sind gewiss um die 300. Zum Glück sind die damals nicht auf die ruhmreiche Idee gekommen, einen Bergaufzug zur Jagdhütte zu errichten. Na Gott sei Dank. Im Hintergrund ist der Obersee und der Königssee zu sehen. Im Nationalpark ist es nach § 9 Absatz 4 verboten, mit Luftfahrzeugen zu starten und zu landen. Ferner ist es ebenfalls nach § 9 Absatz 4 verboten zu lärmen. Diese Verbote haben selbstverständlich den Zweck, die gesamte Natur zu schützen. Die Wasseralm wird ausschließlich mit dem Hubschrauber versorgt, was nach § 9 eigentlich verboten ist. Anscheinend gibt es guten und schlechten Lärm. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass ein Verbot die Versorgung der Wasseralm gefährden würde. Links oben sieht man die Gotzenalm. Von der Gotzenalm führt so eine gepunktete Linie hier runter bis zum Reitweg. Und dieser Reitweg ist jetzt in diesem Stück auf dem Video zu sehen. Ich empfand dieses Stück als das schönste Stück auf der ganzen Reise. Es führt parallel an diesen sehr steilen Hang entlang und man steigt in dieses Tal herab und dann wandert man weiter Richtung Wasseralm. Es gibt Menschen, die sich über das Frühstück beschweren, weil zu wenig Butter auf dem Brotzeitbrettel serviert wird und bewerten infolgedessen die Hütte schlecht. Man kann davon ausgehen, dass die Butter in einer standardisierten Portion serviert wird. Jeder Mensch hat einen individuellen Bedarf an Butter. Wenn mir die Butter nicht ausreicht, dann hole ich mir halt für einen kleinen Geldbetrag noch Butter. Ich hätte Ihren Ärger oder Ihre Enttäuschung verstanden, wenn Sie kein weiteres Stück Butter bekommen hätte. Genauso ungerechtfertigt finde ich die Kritik von einigen Hundebesitzern, die sich nicht informieren und sich darüber empören, dass ihre Liebsten draußen und angeleint schlafen müssen. In der Verordnung vom Nationalpark Berchtesgaden und auch auf der Internetseite von der Wasseralm steht, dass Hunde nicht frei rumlaufen dürfen. Das impliziert, wenn die Hunde nicht in die Hütte dürfen, dass sie draußen angeleint werden müssen. Punkt. So steht es schwarz auf weiß. Nur weil ich die Verlautbarung nicht gelesen habe, kann ich mich nicht über die Regeln beschweren. Das ist in etwa so, wie wenn ich unwissentlich falsch parke und mich danach ungerecht behandelt fühle, weil ich einen Strafzettel zahlen muss. Die Wasseralm ist kein Drei-Sterne-Hotel. Die Leute sollten dankbarer sein, wenn sie überhaupt mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Verantwortlichen des Nationalparks könnten, weiß Gott, aus der Wasseralm auch eine Selbstversorgerhütte machen. Ich wäre absolut dafür.
Für viele komfortverwöhnte Wanderer würde die Attraktivität der Hütte schwinden und eine natürliche Selektion setzte ein, was der Tierwelt nur zugute kommt, da sich die Anzahl der befindlichkeitssensiblen Ausflüglern verringern würde. Man darf nicht vergessen, dass man sich in einem der abgelegensten Schutzgebiete von Deutschland befindet. Bei jedem Hubschrauberflug werden Tiere verschreckt und verstört, nur damit irgendjemand Nutella über die Butter schmieren kann. Die Tiere unterscheiden nämlich nicht zwischen guten und schlechten Lärm. Für den Naturschutz sollte man auch die Hüttendichte reduzieren. Die Hütten sind in der Regel zwischen 1,5 und 4 Stunden Gehzeit erreichbar. Es wäre überlegenswert, die Hütten, die einen überproportionalen fossilen Ressourcenaufwand beanspruchen, aus dem Naturschutzgebiet herauszunehmen. Wenn zwischen den Hütten 6 oder mehr Stunden Gehzeit liegen, was nicht schlimm wäre, bliebe es leistungs- und konditionsstarken Wanderern vorbehalten, im Nationalpark zu wandern. Für weniger konditionsstarke gäbe es noch genügend andere Wandertouren im bayerischen Alpenvorland. Aus einem Naturschutzgebiet sollte man nicht eine Touristenattraktion machen. Ganz im Gegenteil. So unattraktiv wie möglich sollte das Ziel sein. Wozu hat man denn die strengen Regeln, wenn eine einfache Hüttenversorgung per Hubschrauber diese Regeln aushebelt?